Guten Abend. Ich nehme das an, das Mikrofon ist an. Ja, das ist es in der Tat. Ich würde Sie ganz gerne ein bisschen auf diesen Abend vorbereiten, der heute etwas anders aussieht als die sonstigen Eröffnungsabende der Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Denn wir tragen tatsächlich der Komplexität dieser Region auch in dem Format dieser Diskussion Rechnung. Wir werden also heute nicht die übliche Panel-Diskussion haben, auf der 3, 4 oder 5 gescheite Leute versuchen, die ganze Tour de Force durch den Nahen Osten zu veranstalten, sondern wir wollen tatsächlich in verschiedene Segmente unterteilen. Gerade durch die jüngeren Ereignisse ist es viel zu schwierig geworden, das alles auf einmal zu tun. Deswegen möchten wir das ganz gerne unterteilen in einen ersten Teil, in dem wir uns tatsächlich mit den regionalen Veränderungen und den Auswirkungen beschäftigen und dort natürlich dann auch Panelisten haben, die Ihnen direkt dazu Auskunft geben können, in diesem Fall aus Syrien, aus der Türkei und aus Ägypten. Wir werden dann selbstverständlich auch für einen kurzen Moment zum Publikum öffnen, damit Sie die Möglichkeit haben, zu diesem Teil des Abends auch Fragen zu stellen und hier nicht 2 Stunden warten müssen und mit den Füßen scharren, damit Sie endlich auch Ihre Fragen loswerden. Aber ich sage es jetzt und ich sage es gerne nachher auch nochmal. Es wäre sehr schön, wenn Sie Ihre Fragen dann spezifisch stellen, nicht nur zum Thema, sondern möglichst auch spezifisch zu einem der Referenten. Und es hilft immer der Diskussion und auch dem Klima der Diskussion, wenn diese Fragen ganz knapp und sehr spezifisch formuliert werden. Also, wir möchten nicht so gerne Co-Referate haben, sondern wir sind an Ihren Fragen interessiert. Der zweite Teil wird sich dann selbstverständlich auch mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt beschäftigen, beziehungsweise welche Auswirkungen die Entwicklungen in der Region auf diesen Teil haben, was das für die israelische Sicherheitsarchitektur bedeutet, was das für die palästinensischen Angelegenheiten bedeutet. Und auch da werden wir schon ein bisschen öffnen zu der Frage, die wir unter Journalisten normalerweise im weiteren Sinn immer abkürzen mit WKWT, das heißt, was kann der Westen tun? In diesem Zusammenhang machen wir mal WKET, was kann Europa tun? Sie sehen ja, es ist ja auch in der Unterzeile, Unterzeilen sage ich Ihnen als Journalistin, sind meistens noch ausschlaggebender und informierter als das, was oben drüber steht. Wie antworten Deutschland und die EU auf die Umwälzungen im arabischen Raum? Ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht, dass es hier heißt, wie antworten Sie auf die Umwälzungen? Das gefällt mir sehr gut, weil wir in der Tat uns mal verabschieden können von der Idee, dass wir das gestalten können, sondern ich glaube, es wird sich wohl mehr um Reaktionen und Antworten handeln. Und diesem Teil widmen wir uns dann auch in einem dritten Segment noch mal etwas intensiver, diesem Frageteil, wie sähe denn dann eigentlich eine Sicherheitsarchitektur von europäischer Sicht aus? Wie können wir das tatsächlich so gestalten, dass wir das Mittelmeer, wie Ralf Füchs es gerade angesprochen hat, wirklich auch zu einem Mare Nostrum machen und verstehen, dass wir nicht nur einen nördlichen Rand des Mittelmeers haben, sondern dass wir einen südlichen und in diesem Fall auch einen sehr östlichen Rand des Mittelmeers haben, der von unmittelbarer Bedeutung für Europa ist. So, und da wir jetzt mit Europa auch schon in Europa angekommen sind, ist es mir jetzt eine ganz große Freude, den ersten Keynote-Speaker des Abends anzukündigen, Dr. Andreas Reinicke, der nicht nur, ich hätte beinahe gesagt, der Special Envoy ist, aber so weit sind wir noch nicht, sondern der EU Special Representative for the Middle East Peace Process. Das ist ein ganz schön langer Titel und die Aufgabe, die dahinter steckt, ist noch länger und noch zeitraubender, nehme ich an, des European External Action Service, also sozusagen der europäischen Diplomatie. Und ich darf Sie jetzt gerne, ich habe gerade gesehen, Sie können von der Seite, aber auch von der Seite auf die Bühne gehen. In diesem Fall ist es so hin kürzer. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Unmüßig, Herr Füchs, es war, glaube ich, eine gute Entscheidung, in diesem Jahr das Thema Demokratie und Sicherheit im Nahen Osten auf die Tagesordnung zu setzen. Denn es ist ja erst, wie Sie richtig gesagt haben, erst 2 Jahre her oder knapp 2 Jahre her, dass die Ereignisse ihren Anfang genommen haben in Tunesien. Aber die Umwälzungen sind doch erheblich und sie betreffen eben auch die Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland, und das sage ich jetzt als ein EU-Diplomat, natürlich auch die Europäische Union insgesamt. Ich war damals in Damaskus und wir haben natürlich dort viele Unterhaltungen gehabt und die Situation verfolgt, zunächst in Tunesien, Ägypten, Libyen
und dann schließlich auch in Syrien. Und lassen Sie mich vielleicht die Eindrücke und Erfahrungen, die ich dort gehabt habe, in drei kleinen Episoden zusammenfassen, weil sie doch für mich symptomatisch gewesen sind. Das erste war etwa im August 2011, September, genau erinnere ich mich nicht mehr, als es klar war, dass in Syrien das Assad-Regime nicht in dem Maße auf die Erwartungen der Bevölkerung einging, als sie sich das erwartet hatten. Ich hatte eine lange Unterhaltung mit einem der führenden Oppositionellen, der auch schon besorgt war über die Situation, über die Aufsplitterung der Opposition und der Stärkung der islamischen radikalen Kräfte. Er sagte etwas resignierend: Ich glaube, wir werden zwei Kämpfe führen müssen. Den einen gegen das Assad-Regime und dann das andere gegen die Islamisten. Leider hatte dieser Mann recht. Mit einer traurigen Ausnahme, dass dort in Syrien beide Kämpfe jetzt zeitgleich durchgeführt werden. Aber grundsätzlich ist natürlich diese Aufsplitterung auch in den anderen arabischen Staaten zu beobachten. Gott sei Dank nicht mit diesen entsetzlichen Auswirkungen wie in Syrien. Aber wir merken, dass dort hier zwei unterschiedliche Kräfte sind, die miteinander streiten. Und das werden wir auch in den nächsten Jahren sicherlich noch beobachten können. In einer anderen Begebenheit erzählte mir vor wenigen Monaten eine armenische Christin von ihrem Besuch in Syrien vor 3 oder 4 Jahren. Sie war selbst als junge Frau dort gewesen und aufgewachsen und war jetzt wieder zurückgekehrt. Und sie schwärmte so ein bisschen von der Zeit damals und sagte, das war doch damals vor 3 Jahren bei ihrem Besuch. Das war doch so schön und so sicher. Ich habe durch die Suks von Aleppo gehen können und Damaskus ohne Kopftuch um Mitternacht, nichts ist mir geschehen. Die Sicherheit war eine der herausragenden Dinge, die in dem Regime war. Und wie sieht es heute aus? Ich habe dann eingewandt, dass bei den vielen Gesprächen, die ich vor allem mit jungen Gesprächspartnern hatte, viele immer auf das unerträgliche Regime und die Drangsalierung durch die Sicherheitskräfte hingewiesen haben und die auch die alles erdrückende, sich über die alles erdrückende Korruption beschwert haben. Sie konzidierte das. Und sie gestand ein, dass in ihrer eigenen Jugend in Syrien die Angst vor Spitzeln und Verrat in der Nachbarschaft, in der engeren Umgebung eigentlich ihr ständiger Begleiter gewesen sind. Auch diese Episode, meine Damen und Herren, ist bezeichnend. Ich habe den Eindruck, dass jetzt eine Generation herangewachsen ist, in Syrien, aber natürlich auch in den anderen Ländern, die diesen Zwiespalt schlicht und einfach nicht mehr ertragen wird. Die modernen Kommunikationsmittel haben daran sicherlich einen erheblichen Anteil. Es ist aber auch das Gefühl der ständigen Entwürdigung und der Ungerechtigkeit durch staatlichen Institutionen. Viele haben das Gefühl gehabt, jetzt reicht's. Und dieses Gefühl übrigens war nicht nur in der jüngeren Gesellschaft, jüngeren Generation vorhanden. Und schließlich erinnere ich mich an eine ganz andere Unterhaltung, auch Mitte 2011, mit einem hochrangigen Vertreter der Baath-Partei, der mich um ein Gespräch bat. Sein Anliegen war dann kurz und knapp: Sagen Sie uns doch, was der Westen will, wir machen es und dann machen wir weiter wie bisher. Ich glaube, auch das ist symptomatisch. Viele der Verantwortlichen in diesen Regimes hatten damals und ich glaube auch bis heute nicht verstanden, was das wirkliche Anliegen dieser Generation und der Kämpfer war. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass das Regime von Ungerechtigkeit und Korruption, was entstanden war und in Syrien nun in besonders harter Art und Weise, aber woanders eben auch, zu diesen Ergebnissen führen könnte. Und was natürlich auch immer eine Rolle spielt dabei, der Westen, unvermeidlich in der Region, die Verschwörungstheorie. Meine Damen und Herren, ich glaube,
dass diese drei Episoden auch für mich selbst, wenn ich so im Rückblick das passieren lasse, symptomatisch sind für auch die Dilemma dieses arabischen Frühlings. Wir ahnen, dass dieser Weg nicht einfach sein wird. Ich persönlich bin aber überzeugt, dass sich die arabische Welt in die Richtung auf mehr Öffnung und mehr Freiheit entwickeln wird. Da halte ich übrigens auch heute noch den Begriff des arabischen Frühlings für zutreffend. Natürlich muss man realistisch sein. Diese Bewegung in der arabischen Welt wird sich in Sprüngen und in Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen vollziehen. Sie wird Zeit brauchen. Ich glaube, wir werden eher in Jahrzehnten als in Jahren denken müssen. Aber der Anfang ist gemacht und wir sollten und wir müssen diese Entwicklung als Europäer positiv und mit Geduld begleiten. Und Herr Füchs, ich werde das vielleicht einmal später noch ergänzen. Ich glaube, wir tun das auch als Europäer. Aber das können wir vielleicht später noch diskutieren. Meine Damen und Herren, ein wichtiger Aspekt dieser dramatischen Entwicklung in der arabischen Welt wird allerdings vielfach übersehen, nämlich die geopolitischen Auswirkungen. Die neuen Verhältnisse führen zu Machtverschiebungen in der Region und neuen Versuchen von Koalitionen, die wir noch einmal genau im Auge behalten müssen. Und gestatten Sie mir, dass ich das einmal etwas ausführe. Lassen Sie mich durchaus mit Syrien beginnen. Syrien, das kann man zusammenfassend sagen, fällt für die nächste Zeit als ein politisch aktiver Akteur aus. Es ist natürlich unter den Assad, Vater und Sohn, nie ein konstruktiver Spieler gewesen, aber immer ein potenzieller Spielverderber. Wir wissen noch nicht genau, wie die gegenwärtige Achse, wie die frühere Achse Hisbollah, Syrien, Iran sich entwickeln wird. Das ist Teil des gegenwärtigen Kampfes dort. Aber wir wissen jedenfalls, wir können sicher sagen, dass die Rolle, die Syrien bislang gehabt hat, es für lange Zeit nicht mehr haben wird. Ein anderes Bild ist die Türkei. Wir werden das sicherlich gleich noch im Detail hören. Bereits vor der arabischen Bewegung oder Arabellion hatten wir gemerkt, dass die Türkei sich in die Region neu auf die Region konzentrierte und in die Region wandte, vor allen Dingen an seine Nachbarstaaten. Die Idee war eine Annäherung an seine Nachbarn. Und Syrien spielte dabei eine gewichtige Rolle. Und Assad und der türkische Premierminister hatten eine Idee, die vor allen Dingen Assad vortrug, der sogenannten Politik der vier Meere entwickelt. Schwarzes Meer, Kaspisches Meer, der Golf und das Mittelmeer. Diese Politik der Türkei war in der arabischen Welt nicht unumstritten. Zum einen wurde und wird von vielen auch noch die Türkei als das Land angesehen, das Modernisierung und Islam miteinander verbunden hat. Andere fürchteten eher eine Reosmanisierung. Nehmen wir Ägypten. Ägypten ist jetzt dabei, seine angestammte Rolle als arabische Führungsmacht zurückzugewinnen. In den letzten Mubarak-Jahren hatte es einen Teil seines Einflusses eingebüßt und unter anderem auch an die Türkei abgegeben. Mit der Wahl Morsis ist die interne Machtfrage zunächst geklärt, wobei noch offen ist, in welche Richtung sich das Ganze begeben wird. Es ist aber bemerkenswert, dass Ägypten und die Türkei sich aufeinander zubewegt haben. Das kann man an zwei Beispielen sehen. Eines hat Herr Füchs eben schon kurz erwähnt. Syrien. Morsi hat schon vor einigen Wochen die Idee eines sogenannten islamischen Quartetts ins Spiel gebracht. Damit meinte er neben der Türkei und Ägypten auch noch Iran und dessen Widersacher Saudi-Arabien. Vier Spieler, die in Syrien eine Rolle haben, vier Spieler, die eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen. Bislang haben die vier nicht auf Außenministerebene getagt, aber immerhin auf Ebene der hohen Beamten. Die Saudis konnten sich bislang dazu nicht durchringen. Aber auf Außenministerebene haben sie die drei getroffen.
Wir wissen noch nicht, was dabei herauskommen wird. Es ist sicherlich auch erst ein tastender Versuch, aber wir können diesen Versuch beobachten. Das Zweite ist auch die Reise des ägyptischen Präsidenten Morsi zum blockfreien Gipfel nach Teheran. Das ist die erste Reise eines ägyptischen Präsidenten in den Iran gewesen seit langer, langer Zeit. Mubarak hat es nie gemacht. Es ist jetzt kein bilateraler Besuch gewesen, er ist dort zu einer multilateralen Konferenz gewesen und Morsi hat den Gastgebern auch gehörig die Leviten gelesen. Aber er ist gefahren. Wie gesagt, das Bild bleibt unklar, aber es ist ein Teil dieser Versuche, die wir beobachten können. Nehmen Sie Katar. Katar hat einen großen Einfluss, nicht nur durch seine großen Finanzmöglichkeiten, sondern auch durch den Fernsehsender Al Jazeera. Gerade Al Jazeera hat im Syrien-Konflikt eindeutig Position bezogen auf Seiten der islamischen Kräfte. Sie wissen, dass Katar, der Emir von Katar, versucht hat, einen Friedensschluss zwischen oder eine Einigung zwischen Hamas und Fatah herbeizuführen. Das ist hat nicht zum Erfolg geführt. Aber wir haben jetzt zum Beispiel beobachten können, dass der Emir vor wenigen Tagen einen Besuch in Gaza gemacht hat. Er ist nicht in Ramallah gewesen. Er hat Projektmittel in Höhe von 400 Millionen US-Dollar für Gaza zugesagt. Er hat keine Zusage für Ramallah gemacht. Man kann auch nicht genau abschätzen, was das wirklich heißt, aber es liegt auf der Hand, dass dort eine gewisse Verschiebung der Kräfte Richtung Gaza erfolgen kann, zwischen Ramallah und Gaza. Und es ist auch für Israel nicht einfach. Denn Katar ist zumindest einer Verbündeter der Vereinigten Staaten, sodass dieses Verhältnis zu Katar, wenn sie dort sich weiter engagieren sollten, noch schwieriger werden dürfte. Irak wissen wir noch nicht. Es war immer ein stolzes arabisches Land, hat einen großen Reichtum. Es wird sich wieder seinen Platz suchen in der arabischen Welt. Und Saudi-Arabien hat sich in den letzten Jahren zwar immer auch engagiert in Bereichen wie Jemen oder Libanon, ist sicherlich im Augenblick mit der Nachfolgefrage beschäftigt, aber es wird weiterhin seinen Platz suchen in diesem ganzen Konflikt. Wir werden das noch weiter diskutieren. Aber, meine Damen und Herren, Sie werden vielleicht gemerkt haben, dass ich ein Land in diesem Zusammenhang nicht genannt habe. Israel. Israel ist auf bemerkenswerte Art und Weise von diesen geostrategischen Bewegungen ausgeschlossen. Natürlich ist Israel davon betroffen. Es ist aber nicht Akteur, sondern es ist Beobachter. Es bleibt auf die Rolle des Beobachters beschränkt. Die Beziehungen zum langjährigen Bündnispartner Türkei, wir haben es schon gehört, sind seit dem letzten Gaza-Krieg und dem Amilla-Vorfall nachhaltig gestört. Die Kontakte zum neuen Ägypten sind sehr schwierig, vor allen Dingen auch wegen der Sicherheitslagen im Sinai. Katar habe ich schon erwähnt. Und in Israel hört man immer wieder sorgenvolle Stimmen um die Zukunft des Friedensvertragspartners Jordanien. Dabei gäbe es eigentlich in der Lage, in der wir uns jetzt befinden und der sich andeutenden Verschiebungen, durchaus interessante Anknüpfungspunkte. Es ist ja kein Geheimnis, dass manche Staaten der arabischen Halbinsel mit ähnlicher Sorge auf den Iran schauen, wie es Israel tut. Israel hat ein eigenes Interesse an dem Erfolg der Demokratisierungsbemühungen in der Region. Man könnte sich durchaus auch vorstellen, dass über den Nachbarn Ägypten Israel eine Annäherung an die Muslimbrüder nicht nur in Ägypten erreichen könnte. Das Problem, Sie ahnen es und Sie wissen es, ist der Palästina-Konflikt, der ungelöste Palästina-Konflikt. Und buchstäblich allen Gesprächspartnern, die ich auch in den letzten Monaten darauf angesprochen habe in der arabischen Welt, wie die Chancen seien, wird mir dieses entgegengehalten. Da möchte ich allerdings eines klären. Zunächst hat der arabische Frühling ja eine Behauptung einiger früherer arabischer Potentaten entlarvt. Denn sie haben immer gesagt oder häufig gesagt, dass der israelisch-palästinensische Konflikt der Modernisierungsbemühungen in ihrem jeweiligen Land entgegenstände. Das war offensichtlich falsch. Aber nach wie vor wird deutlich, dass kein arabischer
Führer es wagen kann, öffentlich mit Israel in Verbindung gebracht zu werden. Das gilt jedenfalls für die Staaten, mit denen Israel keinen Friedensvertrag hat. Natürlich hören wir immer wieder von Kontakten, auch relativ intensiven Kontakten. Sie nützen aber politisch nichts, weil sie nicht öffentlich gemacht werden. Es erinnert so ein bisschen an die Politik der Kabinette, die wir im vorletzten Jahrhundert und davor gehabt haben, aber eben nicht unter Einbeziehung der Öffentlichkeit, die heute so wichtig ist. Zur Vermeidung von Missverständnissen. Ich glaube nicht, dass mit einer Lösung des Palästina-Konfliktes alle Probleme zwischen der arabischen Welt und Israel beseitigt wären. Aber es würde zunächst mal eine tragfähige Basis für eine gemeinsame Zukunft entstehen, die bisher nicht vorhanden ist. Und es gibt ein weiteres Argument für einen Friedensschluss, gerade in den Zeiten des arabischen Frühlings. Es spricht doch vieles dafür, dass in Palästina, sozusagen vor der israelischen Haustür, ein demokratischer und weltlicher Staat entsteht. Fatah lässt sicherlich manche Fragen offen, aber sie ist eine säkular ausgerichtete und religiös neutrale Bewegung. Und sie hat jetzt zum vierten Mal Wahlen durchgeführt, zumindest in der Westbank. Also es gibt eine gewisse demokratische Erfahrung dort. Präsident Abbas ist als Politiker stets als ein Mann des Ausgleichs und der Verhandlungen aufgetreten. Warum soll man nicht diese Konstellation jetzt nutzen, ehe sich möglicherweise andere Mehrheiten in der Westbank bilden, wie wir es schon einmal in Gaza erlebt haben? Ich habe über dieses Thema in den letzten Monaten viel mit Israelis gesprochen und dabei oft einen sehr, sehr ernstzunehmenden Einwand gehört. Der lautet: Wie können wir jetzt über eine gemeinsame Zukunft sprechen, wenn unsere Sicherheit erneut in Gefahr ist, in einer Art und Weise, die für uns nicht berechenbar ist? Gaza, Syrien, Südlibanon, Iran, selbst Sinai. Außerdem sind die Moslembrüder nach israelischer Einschätzung prinzipiell anti-israelisch eingestellt oder sehr islamisch eingestellt. Wie kann man mit ihnen eine gemeinsame Sprache finden? Ich glaube, dass man dieses Sicherheitsargument sehr ernst nehmen muss. Ich glaube aber auch, dass es einem Ausgleich nicht entgegensteht. Im Gegenteil, ich glaube, eine Einigung mit seinen Nachbarn könnte die militärische Sicherheit Israels durch einen politischen Horizont mit den arabischen Staaten ergänzen. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass das Jahr 2013 sehr wichtig werden wird. Im Jahr 2013 jährt sich das Oslo-Abkommen zum 20. Mal. Die neue US-Regierung wird wieder voll handlungsfähig sein. Wir werden in Israel eine neue, neu mandatierte Regierung haben. Ich bin überzeugt, dass wir im Jahre 2013 eine neue, umfassende internationale Initiative zur Lösung des Nahostkonfliktes brauchen, unter Einschließung der Europäer. Dieses ist im Interesse Israels, dieses ist im Interesse Palästinas, dieses ist im Interesse der Europäischen Union. Wir Europäer wollen, dass dieser Konflikt, der seit langem an unserer Südgrenze schwelt, jetzt endlich gelöst wird. Vielen Dank.